Ja, heute ist wieder der Moment gekommen, um dir etwas mitzuteilen. Und wie immer nicht, weil ich Ratschläge, Lösungen, Diagnosen, wegtröstende Worte, Weisheiten oder Pseudo-Weisheiten brauche, sondern weil alleine das Aussprechen von dem, was ich sagen möchte, schon heilsam ist. Und ich möchte dich auch einladen, das vielleicht in die Welt zu bringen, vielleicht auch Gruppen um dich zu versammeln oder Herzensmenschen, mit denen ihr euch ehrlich mitteilen könnt, wo ihr eure Gefühle mitteilen könnt, das, was in euch los ist und das anerkannt, gesehen und gehört wird und einfach nur da sein darf, weil das allein schon so heilsam ist. Genau, heute möchte ich gerne ein Video über Kapitulation machen. Es könnte sein, dass es ein bisschen länger wird als sonst. Ja, und es geht darum, dass ich vor ein paar Tagen ein paar neue Ideen hatte, wie ich meine Webseite neu gestalten könnte. Und auch so einen neuen Gruppenprozess, den ich mit meinen Gruppen in der Natur machen möchte. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich seit fast 10 Jahren Naturerlebnisse und Selbsterforschungsreisen an die schönsten Orte der Welt organisiere und leite. Also wir gehen mit Gruppen in die Natur hinaus und machen da verschiedene Aktivitäten. Und ja, und da kamen so neue Ideen für einen neuen Prozess und für eine neue Gestaltung meiner Webseite. Und ich hatte dann sofort auch die Idee, wieder hier hochzukommen, ein neues Video zu drehen. Und zwar mit dem Fokus von Simon Sinek. Simon Sinek schreibt Bücher darüber und gibt Vorträge, wie wir sprechen müssen und wie der Fokus sein muss, damit wir Menschen inspirieren und in ihrem Herzen berühren. Und habe dann auch wieder mir ein Skript gemacht, bin hier hochgekommen, aber es war völlig unmöglich, dieses Video zu drehen. Und bin dann nachher auf ein Video von Gerald Hüther gestoßen, ein Interview mit einer jungen Journalistin, wo sie ihm mitteilt, dass sie ein Buch von einer türkischen Frau gelesen hat, die wohl sehr bekannt ist, die ich aber selbst nicht kenne, die angeblich in der Jury von der Höhle der Löwen mit drin sitzt. Und sie sagte, dass dieses Buch eine reine Hommage an sich selbst sei, eine Selbstdarstellung, wo sie darüber spricht, wie toll sie eigentlich ist. Und Gerald Hüther sagt dann, dass man da ja mal ganz genau hinter die Kulissen schauen darf, wie liebevoll diese Menschen eigentlich mit sich umgehen. Und dass dieser liebevolle Umgang zeigt, ob das wirklich authentisch ist und das wirklich von innen kommt und unser authentisches Selbst ausdrückt. Oder ob das eine Autobahn im Gehirn, Gerald Hüther ist ja Hirnforscher und er sagt, dass wenn wir in der Kindheit Lösungen finden, sich dann Autobahnen im Gehirn ausbilden und wir dann immer wieder auf dieser selben Autobahn fahren, aber das nicht wirklich unser authentisches Selbst ist, das da agiert, sondern das einfach Kompensationsstrategien sind, um uns selbst und anderen unseren Wert zu beweisen, weil wir uns innerlich eigentlich nicht beachtet fühlen, nicht wertvoll fühlen. Genau, und dann habe ich mal so geschaut, wie liebevoll ich denn eigentlich mit mir umgehe und dass ich morgens aufstehe und alles links liegen lasse und sofort losziehe, meine Videos zu drehen. Manchmal mich nicht darum kümmere, mein Essen wirklich gut vorzubereiten und wirklich gut zu essen oder auch hatte die Idee, letztens wieder ein Buch zu lesen und dann habe ich gemerkt, dass der ganze Fokus dann auf dieses Buch geht. Das muss jetzt dieses Buch sein. Ich muss mir Wissen aneignen. Ich muss die Kontrolle haben und lasse alles links liegen. Ich mache meine Wohnung nicht sauber. Ich spüle nicht. Ich lasse einfach alles stehen und bin getrieben und bin am Laufen und auf der Flucht. Und habe dann auch gemerkt, ja, dass der Fokus da eigentlich dort sein muss, wirklich bedingungslos etwas zu geben. Und nichts dafür zu wollen, sondern wirklich dieses bedingungslose Geben. Ja, und seitdem habe ich mich jetzt auch ein bisschen zurückgenommen. Ich achte mehr darauf, dass ich mich gut ernähre, dass ich meine Wohnung sauber halte, dass ich langsam mache, dass ich achtsam bin. Und ja, komme immer wieder in solche Situationen der völligen Resignation, der Antriebslosigkeit. Ja, und habe jetzt gemerkt, dass trotz dessen, dass ich mich völlig zurücknehme und achtsam mit mir selbst bin und mich gut um mich kümmere und liebevoll mit mir selbst bin, diese innere Getriebenheit eigentlich noch viel stärker wird und noch zunimmt. Und ich weiß gar nicht, was besser ist und gesünder ist, diesen Druck wirklich auszureagieren oder auszuagieren und wirklich Sachen zu machen,
oder mich wirklich zurückhalten und liebevoll mit mir selbst zu sein. Und jetzt bin ich auf ein Video von Gopal Norbert Klein gestoßen. Also ich werde diese Videos auch in den Shownotes oder in den Kommentaren verlinken, wo er über das Thema Kapitulation spricht, weil ich auch immer wieder in diese Zustände der völligen Resignation, der völligen Lustlosigkeit, der völligen Antriebslosigkeit komme und merke, dass da sehr viel Anhaftung ist mit den Dingen, die ich mache und die ich in die Welt bringen möchte, und dass es einfach wirklich darum geht, das loszulassen und das ohne diese Anhaftung zu machen, einfach bedingungslos geben zu wollen, ohne etwas als Gegenleistung zu wollen, sondern einfach aus der inneren Fülle heraus das zu geben. Und Gopal erklärt, dass wir aus dieser Nummer eigentlich gar nicht rauskommen, weil das Ego oder der Verstand sich einfach völlig abschleifen muss und sich völlig festfahren muss, weil es immer wieder auf dieselbe Spur kommt, auch wie mit dieser Spur oder dieser Autobahn von Gerald Hüther, dass es immer wieder auf dieselbe Art und Weise versucht, die innere Leere zu füllen und irgendwann einfach an den Punkt kommt, wo es definitiv merkt, dass es nicht weitergeht und dass das nichts bringt und dann einfach aufgibt und kapituliert. Ja, und ich beschäftige mich auch schon seit einiger Zeit mit der Arbeit von Dr. Gábor Máté, der genau diese Geschichten auch von sich erzählt, die ich von mir jetzt auch kenne, dass er sehr viel Anerkennung über seine Arbeit bekommen hat, dass er Medizin studiert hat, dann Arzt wurde und ständig gebraucht und gewollt wurde, was genau das ist, was er in seiner Kindheit nicht erlebt hat. Und der über Traumaarbeit Vorträge gibt. Also er war früher Suchtforscher und kam über die Sucht dann dazu, dass er gemerkt hat, dass alle Süchte mit Traumata im Hintergrund zu tun hatten, und spricht über seine eigenen Süchte auch, dass er süchtig war nach Musik, dass er immer wieder Schallplatten gekauft hat, auch von seiner Arbeitssucht, wo ich mich sehr wiedererkannt habe, weil er erzählt, dass er auf seinen Vorträgen völlig mit sich verbunden ist, völlig angebunden, völlig im Fluss, völlig präsent, und dass danach, wenn er nach Hause kommt, wieder die Entzugserscheinungen losgehen mit Irritation, Gefühlen der Wertlosigkeit, Selbstzweifeln und vielem anderen. Und seine Frau hat dann irgendwann hinter der Tür gestanden und hat zu ihm gesagt, du hast ein Buch darüber geschrieben, wenn der Körper Nein sagt. Und ich glaube, es wird Zeit, ein Buch darüber zu schreiben, wenn deine Frau Nein sagt. Und sie hat ihn dann zurückgepfiffen und ihn vor eine Wahl gestellt. Ja, und ist dann auch selbst durch einen Prozess mit Psilocybin, das heißt mit Magic Truffles oder Magic Mushrooms, die ihm dann aufgezeigt haben, wie sehr er daran gelitten hat, dass seine Mutter ihn weggegeben hat und dass dieser Kontakt abgebrochen ist. Dr. Gábor Máté ist ein jüdischstämmiger Arzt, der in Budapest geboren ist, zur Zeit der Nazi-Zeit. Und seine Mutter hat ihn irgendwann einem Fremden auf der Straße mitgegeben, um ihn zu retten. Wodurch dann dieses Trauma entstanden ist, dass einfach seine Mutter nicht mehr da ist. Ja, und ich stelle fest, dass das Leben mich selbst gerade auch in die Kapitulation führen möchte. Ich bin ja hier an diesem wunderschönen Ort immer wieder, wo mir eine Freundin eine Behausung zur Verfügung stellt, die ganz in der Nähe ist und ich nur 10 Minuten im Auto fahren muss. Und vor kurzem hatte ich so ein ganz großes Bedürfnis, was Süßes zu essen. Und bin dann in die Bäckerei gefahren, beziehungsweise zum Supermarkt, wo es eine Bäckerei gibt, und habe mir ein süßes Stückchen geholt. Die Bäckerin hat mir noch ein zweites Stück dazugegeben und ich habe dann beide gegessen, was ich dann bereut habe, weil mir völlig schlecht war danach. Und bin dann zurückgefahren und habe festgestellt, dass der Schlüssel von der Behausung weg ist. Ich finde den Schlüssel nicht. Bin völlig in Panik geraten, rauf und runter gelaufen, habe alles abgesucht und konnte ihn nicht finden. Und merkte, wie ich mich fühle, wie so ein kleines, hilfloses Kind, das völlig verlassen ist. Und absolut in Panik. Und bin dann noch zu diesem Supermarkt zurückgefahren. Und merkte, wie ich mich fühlte, wie so ein Bittsteller, der irgendwie völlig in Not ist und um Hilfe fleht und um Hilfe bittet und um Hilfe bettelt.
und habe mich innerlich auch geschämt und habe mich sehr zusammengenommen, um wirklich das nicht rüberzubringen und damit das keiner merkt. Und habe dann in der Bäckerei gefragt, ob die vielleicht den Schlüssel gefunden haben, und sie haben es verneint. Ich habe auch an der Kasse gefragt, ob sie den Schlüssel gefunden haben. Sie haben ihn auch nicht gefunden. Habe auch draußen auf dem Parkplatz alles abgesucht und er war nicht da. Und dann bin ich zurückgefahren und habe wieder alles abgesucht und dann habe ich im Auto geguckt und dann lag der Schlüssel unterm Fahrersitz. Er ist da irgendwie mir aus der Tasche gerutscht und ist da reingefallen. Aber dieses Erlebnis hat mich sehr beschäftigt. Und am nächsten Tag habe ich dann mit dieser Freundin lange telefoniert, die mir diese Behausung zur Verfügung stellt. Und auf dem Weg zurück zur Behausung, weil ich nur im Auto Internet habe, ich bin dann hinterher wieder zur Behausung zurückgelaufen. Und dann kam so eine riesengroße Angst und so eine riesengroße Scham, weil irgendwie kam, dass das Leben mich auch in die Kapitulation zwingen möchte, und zwar in diese Situation, die ich irgendwann mal erlebt habe, dass ich in absoluter Hilflosigkeit war und wirklich um Hilfe gebettelt und gefleht habe und ich sie nicht bekommen habe. Und dass mich das Leben dahin zurückleiten möchte, wieder in diese Hilflosigkeit zu kommen und um Hilfe betteln und flehen zu müssen und vielleicht, dass dann etwas anderes passiert. Und das ist das absolute Gefühl, sterben zu müssen, dass ich in diesem Prozess sterbe, durch diese Peinlichkeit, durch diese Scham, durch dieses mich lächerlich machen und mich wirklich wie ein absoluter Verlierer und Loser zu fühlen und da durchgehen zu müssen. Ja, und diese Freundin hat dann zu mir gesagt, dass das nicht der Tod wird, sondern das wird die Wiedergeburt. Weil ich das dann einfach loslassen darf. Und ich habe auch gemerkt, dass das eigentlich meine größte Angst ist, mich so lächerlich in meiner Hilflosigkeit zu machen und mich als ein absoluter Verlierer und Loser zu fühlen, dass ich einfach im Erdboden versinken möchte. Und weiß gar nicht, wie ich danach weiterleben kann, wenn ich mich so lächerlich mache und so bloßstelle und mich selbst so beschäme. Aber wie gesagt, meine Freundin hat gesagt, dass das eine Wiedergeburt wird und nicht der Tod und dabei sich vielleicht etwas auflöst und einfach auch eine neue Erfahrung in mein Leben kommt. Und wie es aussieht, dürfen wir alles loslassen, alles gehen lassen, die Anhaftung an allem aufgeben und dann geht eine neue Tür auf. Und zum Schluss möchte ich gerne noch einen Text von Dr. Walter Lechler einblenden, der immer wieder auf mich zukommt und auf den ich immer wieder zurückgeworfen werde und der mich sehr, sehr schwer beeindruckt und mir auch Angst macht. Ich freue mich, dass ihr heute dabei wart und freue mich auf das nächste Mal an diesem schönen Ort hier draußen in der Natur, wo ich mich so wohl fühle. Und mein Name ist Oliver Farrago.